Wieder zurück bei Thief 2. Wir haben den Botengang vollendet und stehen jetzt nur, oder nicht im Tor zur Hölle. Wir sind eigentlich schon durch, müssten da jetzt in dieser Mission quasi reingehen. Und ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Wir kriegen bestimmt wieder eine Videosequenz. Das heißt, ich bin mal kurz weg. Bis gleich. Wenn wir den Mond golden und rund in der Sommernacht sehen, so sprach er von frühem Winter und verdorbener Ernte. Aus einem Lied der Heiden. Hinter dem Friedhofsportal stand ich plötzlich im Wald. Nur von dem verletzten Trickster, dem ich gefolgt war, fehlt jede Spur. Er hat Mosleys Brief und ich wüsste zu gern, wohin er damit will. Ich muss ihn finden, sonst erfahre ich nie, was hier vorgeht. Der Kerl hat seinen Heimvorteil genützt und ist verschwunden. Aber da, auf dem Boden ist Blut. Ich hoffe, er ist zu sehr in Eile, um seine Wunde zu versorgen. So hinterlässt er eine wunderbare Blutspur, der ich bequem folgen kann. Wäre nur ärgerlich, wenn er schon unterwegs verbluten würde. Ich für meinen Teil habe keine Ahnung, wo ich bin und mit wem ich es zu tun habe. Und selbst wenn ich es wüsste, hätte ich keine Zeit, mich entsprechend zu bewaffnen. Also, tief durchatmen, Garrett. Und viel Glück. Na, super. Okay, wir sind vielleicht doch nicht in der Hölle. Vielleicht sind wir doch nur woanders. Wenn das nämlich ein Trickster war, hat er uns vielleicht nur irgendwo hin teleportiert. Trotzdem kriegen wir bestimmt wieder irgendwas Komisches ab. Blutspuren. Schwierigkeit Experte. Das Blut auf dem Boden stammt vermutlich von dem verletzten Heiden, der Mosleys Botschaft überbringen soll. Folgen Sie der Blutspur und finden Sie heraus, wohin sie führt. An einem dunklen und unbekannten Ort einer Blutspur zu folgen, kann schwierig sein. Suchen Sie eine Karte oder finden Sie heraus, wo Sie sind. Sind ein Dieb, kein Mörder. Wenn Sie den verletzten Heiden einholen oder auf andere Menschen stoßen, töten Sie sie nicht. Okay, normal darf töten, hart darf töten, wir dürfen nicht töten. Na toll. Ja, wunderprächtig. Das kann ja was werden. Okay, da sind wir. Das heißt, wir speichern mal schnell den Missionsanfang. Wow, wir starten auf einem offenen Areal. Das ist neu. Die Blutspur geht in diese Richtung runter. Boah, es sieht auch super dunkel, das Level. Boah, das ist ein offenes Areal. Das bin ich ja gar nicht gewohnt. Ich habe keine Karte, ne? Wo? Tolle Karte. Tolle Karte. Okay, folge ich mal dem Blut. Okay, da hinten ist blaues Licht. Was macht das? Es leuchtet blau. Hier sowas wie eine Hütte. Toll. Du bist ja weit gekommen. Nee, du bist nur eine andere. Sie ist auf jeden Fall tot. Ihr Name ist Dewdrop und sie mag keine Magnets. Lily? Ich muss nun fort. Lily. Dewdrop. Okay, das ist creepy. Die Puppe kann man werfen. Alles klar, die Aktion der Puppe ist zu werfen. Und sie mag was nicht? Knickknacks? Sie mag keine Knickknacks. Oh, sie mag keine Süßigkeiten. Okay, das Feuer ist nichts Besonderes. Okay, gucken wir mal das Buch. Lily muss das 5. Mal als Herausaufgabe schreiben. Der volle Mond heißt Nene, der Schakal des Waldfürsten. Neumond heißt Enen, des Schakals dunkler Schatten. Waldfürst war der Boss aus dem ersten. Ich will den nicht nochmal sehen. Das war ja mal nicht gruselig. Ah, spiel das Spiel mal. Das Spiel ist so... Also, ich muss dem... Also, dem Spiel muss man echt lassen. Es ist grafisch und so echt nichts mehr Neues.
Aber es erzeugt tatsächlich so eine beklemmende Atmosphäre, wenn man selber spielt. Wow, es ist so. Okay, der volle Mond heißt Nene, Schakal des Waldfürsten. Der Neumond heißt Enen, der Schakal des dunklen Schatten. Muss ich mir das aufschreiben? Das Buch kann ich mir nicht mitnehmen. Ich hole mal eben hier ein Blatt Papier. Und einen Stift. Stift ist da. Umgreifen. So, wir sagen mal, Nene ist voller Mond. Voller Mond. Nene. Ein Schakal. Waldfürst. Schakal Waldfürst. Und der Neumond ist Enen. Also quasi einmal nur andersrum, ne? Nene ist ja das Anagramm zu Nenen, aber nicht Anagramm, sondern die Umkehrung. Schakal dunkler Schatten. Schakal dunkler Schatten. Ich glaube, die haben alle einen Schatten hier. Das war schon creepy as fuck. Ach so, ironisch. Ah, okay. Naja, vor allen Dingen so random. So, hey, wir haben übrigens Geister. Und creepige Musik. Okay, ich hätte gerne die Puppe immer nah bei mir. Auch wenn sie creepy ist. Diesen Hamariten. Warum? Karte des Dorfes. Tolle Karte. Wo ist denn hier vorne und wo ist hinten? Baumgruppe, Aufklärungskarte, Beer of the Wolves. Ne, Beak of the Wolves. Der Versammlungsort. Bedeutung der Sternformation unbekannt. Dorf, Scheune und Silo. Hier ist eine Brücke. Okay, warte mal. Von einer dieser Brücken kommen wir jetzt. Wir haben den Totenkopf nicht gesehen, also wahrscheinlich sind wir hier. Freunde, teilt alle Ungenauigkeiten in dieser Karte Bruder Ashton im Kartografischen Institut mit. Ich wüsste nicht, wo diese Karte ungenau sein soll. Die ist super präzise. Mhm. So. Püppchen. Wir sind überall Tote. Ne, hier ist der Totenkopf. Okay, wir sind also da. Wir kommen jetzt entweder so oder so. Ne, wir kommen so. Totenkopf ist links von uns. Wir sind also hier an der Brücke. Okay. Wir müssen schwimmen. Dessen sicherlich der Bauer selbst. Mist, der habe ich schon irgendwas hat er mitbekommen. Aber der den Wasserfall gehört. Shitty! Ach. Hier oben habe ich. Nee, warte mal. Falsche Mission. Wir müssen die Mission nochmal neu starten. Shitty! Ich hätte mal zwischenspeichern sollen. Doof. Much präzise. Very wow. Ja. I am very good in shooting water arrows. But I'm not good in quick saving, as you can see. And pay attention, creepy ghosts appearing. Oh, Lilly. Komm, Lilly, wir müssen gehen. Creepy Lilly, ihr Mother. Name ist Dewdrop und sie mag keine Madnex. Madnex? Lilly? Ich muss nun fort. Madnex. Okay, ich tauche mal hier schon mal ins Wasser.
So, Herr Hammerit. Ja. Ich höre hier Schritte neben mir. Das ist nicht gut. Hallo? Ist da jemand? Hast du die Zeit schon mal gehört? Ich weiß es. Suchst du das hier, elende Heide? Was? Meine Sichel! Gib sie her! Gerne, Heide. Gerne. Ja, ich habe Thief 2 vor langer, langer Zeit schon mal gespielt, aber nie so gründlich wie jetzt. Er ist der Imker, dessen Met uns erfreut. Er ist der Maulbeerbaum, dessen Blatt uns nährt. Er ist der Trickster, auch Waldfürst genannt. Scheiße. Alles dieselben Nachrichten wie aus dem ersten Teil. Ich kann mich aber nicht mehr so wirklich dran erinnern, also... Das Spiel ist aktuell auf einem Bekanntheitsgrad bei mir. Wenn ich es wieder sehe, dann erinnere ich mich. Aber ich weiß nicht mehr, was passieren wird. Ich muss es erst wieder sehen, um mich zu erinnern. Okay, der Geist sucht seine Sichel. Und ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, dass wir uns das merken müssen, was die Geister uns sagen. Weil wir darüber Hints und Secrets finden und vor allen Dingen auch irgendein Rätsel nachher lösen müssen. Ich gehe mal über die Brücke. Und ja, mir ist eben wieder eingefallen, was die Mad Max sind. Ich glaube zumindest, dass es mir wieder eingefallen ist. Die gab es nämlich auch im ersten Teil. Ich möchte das aber nicht spoilern. Das sehen wir noch früh genug. Was? Hier? Bringt die Kinder zum Versammlungsort. Rasch. Liebe Rasen. Rasen ist so leise. Ein Traum. In unseren Gärten die Samtblume gedeiht, von Ungeziefer ihre Frucht stets bleibt befreit und auch Hase und Wildmaus fern ihr stets bleibt. Hallo. Des großen Karas. Ist da jemand? Ich werde alle Diener des Karas niederschlagen. Immer wenn die Musik an letzten Geist in der Nähe, das hast du wahrscheinlich sehr gut beobachtet. Das war mir... Ja, vielleicht passt diese Beobachtung nicht ganz. Oder wir finden noch einen. Was ist hier dunkel? Herrschaftszeiten. Warum kann ich zwei Äpfel sammeln? Achso, ja klar, ich konnte nicht einkaufen, also kriege ich auch keine Heiltränke. Das ist also für diese Mission die Heilung für die Leute, die kämpfen. Aber die brauche ich ja nicht, weil ich ja nicht kämpfe. Wir pflanzen im Frühling, wenn der Mond sich füllt, und bewässern, bis er wieder abnimmt. Wir ernten im Herbst bei vollem Mond und bei kühlem Wind.
Hier könnte ein Geist sein. Pyrus. Entzündet die Lichter am Versammlungsorte, auf dass des Waldfürsten Kopf erstrahle im Licht. Dann öffnet die Augen unseres Herrin und Meisters durch die Rubine am richtigen Platz. Springt in den Schlund, wenn er erstrahlt in Rot. Dies ist der Weg in das Reich des ewigen Grüns, in das Reich der Erde, an den Ort unserer Träume. Okay, wir müssen also tatsächlich nochmal selber noch so ein Höllenportal öffnen. Warum sollte ich das tun? Hallo? Prüf die Karte. Einige konnten in der Nähe des Versammlungsortes entkommen. Ja, ich sah sie. Diese elenden Heiden begingen ein Ritual, das ihnen den Durchgang ermöglichte. Doch leider konnte ich ihnen nicht folgen. Der Bauer wird uns vergeben, wenn wir ihre heidnischen Riten zu seinem Wohle wiederholen. Ja, Bruder, ihr spricht weise. Lasst uns warten. Habt ihr das gehört? Ist jemand hinter den Büschen? Ja, weiß ich noch nicht, Kalyx. Wie ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wo man in dem Portal landet. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Entschuldigung, ich habe eben gesagt, das wären Hammeriten, das sind Mechanisten. Sorry. Hammeriten sind rot. Das waren die Feinde aus dem ersten Teil. Die wurden durch die Mechanisten jetzt abgelöst. Da hinten ist eine Mechanistenpriesterin. Hier werde ich mal meinen Knüppel zeigen. Was ist? Habe ich dich Kalyx genannt? Echt jetzt? Habe ich gar nicht gemerkt. Krasser Shit. Wie komme ich denn jetzt darauf? Es ist spät. Es ist 8 vor 12. Sorry. Nee, war völlig unbewusst. Diese Leute hatten gegen die Mechanisten keine Chance. Die haben die einfach alle gekillt. Na toll, was soll ich denn mit Breitkopf feilen? Ich darf niemanden töten. Okay, zumindest ist das Baby nicht mehr da. Das ist schon mal nett. Ich hab die schon mal Kalyx genannt, oder? Aber der Fehler ist mir schon mal passiert. Peinlich, peinlich. So, wir sind schon ganz schön lange auf dieser Seite des... Wo? Hey, meine Karte ist weg. Ach, muss ich die ausgewählt haben, damit die funktioniert? Nö. Ah, nee. Ich habe die noch nie benutzt, deswegen. Wir sind hier rüber. Wir sind schon ganz schön lange... Nee, warte mal, ich verfolge den Fluss doch gerade auf der linken Seite. Das passt doch alles hinten und vorne nicht hier. Ich bin irritiert. Ich hätte gerne das Püppchen wieder nahe bei mir. Kleines Püppchen. Süßes Püppchen. In Dark Souls 2, ein Schulver. Mhm. Ah. Was geht hier vor? Dolle Garte, match präzise, very wow. Es war gerade ein bisschen zu vorlich, ich gebe es vollkommen zu. Wenn jemand hier ist, möge er sich zeigen. Hätte ich so nicht machen dürfen, den Angriff.
hier ist der Versammlungsort. Da will ich jetzt noch nicht hin. Denn ich habe die anderen Häuser auf dieser Seite noch nicht abgesucht. 50 Göbbe. Boah, ich freue mich schon voll, euch das Spiel präsentieren zu dürfen. Die Homepage ist schon verlinkt. Und der Login, der Login-Mechanismus für die Homepage ist auch schon fertig. Man kann sich also schon über Twitch, über den Twitch-Chat auf der Homepage einloggen. Um dort Items zu kaufen, das geht auch schon. Das wird alles voll cool. Behaupte ich jetzt einfach mal. Gott, Leute! Er schenkt uns den Honig. Er schenkt uns die Beeren. Wir setzen uns unter seinen Blättern da. Wir essen all seine Blätter und Gaben. Er nährt uns. Oh. Fern! Nein! Oh. Tja, das kommt davon, wenn du Nick angreifst, mein Freund. Das ist deine gerechte Strafe. Oh, geil, eine Gurke. Seda, wir brauchen einen neuen Wagen, eine neue Wagenladung mit diesem Fernpflanzen. Und rödelt nicht wieder herum. Wenn ihr schnell liefert, verspreche ich euch sogar einen Bonus. 7 statt der vereinbarten 6 Goldstücke. Ihr seid meine Ruin. Ich verdiene selbst kaum an diesem Geschäft, aber weil ihr mein Freund seid und ich weiß, dass ihr das Gold braucht, egal, besorgt mir dieses Grünzeug. Jabril. Was auch immer die damit machen. So, ich weiß, da oben kann man hoch. Das habe ich eben gesehen. Das mache ich gleich. Kommen wir nicht hier weiter, oder? Muss ich doch hoch. Was ist denn da? Oh, es ist der Rubin, den ich brauchte. Ja, nice. So, und wie kam man jetzt hier hoch? Hier, ne? Dieses Ektoplasma. Hallo? Dieses Ektoplasma hatte ich gerade besiegt. Okay, jetzt einfach nur ein stumpfes Rondell. Ohne was drauf und ohne was drin. Ah, vielleicht kann man von hier die Rubine spotten, oder? Ja, da hätte man den Rubin sehen können. Auf jeden Fall. Guck mal, ob ich noch einen anderen sehe. Da ist der Weg zum Versammlungsort. Ne. Ne, hätte den Rubin von oben sehen können hier. So, wo ist die Leiter? Mal gucken, ob wir zwei oder einen Rubin brauchen. Er hat ja was von Augen gesprochen. Augen heißt ja eigentlich zwei. Vielleicht finden wir die anderen aber auch direkt hier. So, hier ist der Versammlungsort. Na, willst du mir noch was sagen? Federfalltrank. Klar. Er versucht, die Mechanisten aufzuhalten. Was er nicht geschafft hat. Aber ich.
Nieder mit allem Bösen! Nein! Nein! Du verfickter Roboter! Wieso hast du eine menschliche Stimme? Du bist ein verdammter Roboter! Diese Kackmechanisten! Dem kann ich also nur ausweichen, weil ich ihn ja nicht töten darf. Komm schon, Mirke. Wir haben die Lichter entfacht und dem Waldfürsten die Augen geöffnet. Was gibt es noch zu tun? Jemand muss bleiben, um die Mechanismen aufzuhalten. Wir brauchen dich, Mirke. Nein, bitte geht. Sofort. Es fehlt echt noch ein Rubin. Scheiße. Wenn ich daran denke, wie arschig der andere versteckt war. Boah, Mist. Okay, wir müssen noch einen anderen Rubin finden. Ein Roboter? Also Wasserpfeife? Ah, Wasserpfeile? Achso, nee, der nicht. Die gehören tatsächlich zu der Kategorie Roboter, von wegen auf Experte nicht besiegbar. Die kann man nämlich nicht K.O. hauen. Und Gegner, die man nicht K.O. hauen kann und nicht töten darf, sind damit unbesiegbar. Die laufen nämlich nicht auf Kohle. Das sind nämlich alte Menschenleichen, die zu Robotern umgebaut wurden. Und ja, es ist so brutal, wie es klingt. Boah, es ist dunkel. Herrschaftszeiten. Irgendwo ist dieser blöde Rubin. In irgendeiner blöden Ecke. Okay. Das macht nichts. Ah! Gefunden! Gut. Dann schnell zurück. Und da ist das Portal offen. Alles klar, Leute. Ciao. Cool, ich kann sogar wieder zurück. Das ist nice. Ich will da nämlich gar nicht rein. Sieht sehr nach Hölle aus. Ciao. Okay. Bist du immer noch sicher, Nikola, dass das... Ich bin immer noch auf der richtigen Spur. Aber nicht mehr in der richtigen Welt. Wo ist meine Puppe?
befürchte, ich höre gleich schon einen Ton, den ich lange nicht mehr gehört habe. Nie wieder hören wollte. Was ist das denn? Es guckt mich an. Sie gucken mich alle an. Soul Reaver. Oh ja, Soul Reaver war auch ein mega geiles Spiel. Augen klar, Leute. Geh weg, guck mich anders an. Bin ich hier richtig? Sieht alles so anders aus. Sieht alles. Der Typ ist auch so geil. Bin ich hier richtig? Das sieht alles so anders aus. Ach wie, hast du noch nie Augenpflanzen in deinem Vorgarten gesehen? Guck mir in die Augen, Kleines. Ich frage mich nur. Da sind nur Ratten. Hallo Ratten. Eine riesige fleischfressende Pflanze. Geh einfach mal hier hoch, auch wenn die Blutspur hier nicht hinführt. Geht aber ganz schön weit. Guck mal, eben ein bisschen Licht hier oben. Da hinten liegt irgendwas. Boah, mehr sehe ich hier oben nicht, okay. Kann ich in das Wasser laufen? Nein, kann ich nicht. Weg, raus. Alles klar, das Wasser ist hochgradig giftig. Ich dachte schon, der Heiltrank zählt nur ein. Ja, warte mal, hier ist das Blut doch. Ah, gut, geht hier. Hä? Hier ist Blut. Ah, da komme ich her. Geht's weiter. Die blauen Wölkchen sind wahrscheinlich irgendwie einfach so ein Licht, keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Komm mal, ein Schädel. Wahrscheinlich sind sie ja Lichtersatz, weil sie hier keine Lampen hinstellen können. Weiter hoch? Sehe nichts. Boah. Okay, ich bin hier richtig. Also ein bisschen heller dürfte es ja gerne sein. Wäre es nicht so anstrengend für meine Augen.
Hä? Laufe ich nicht nur wieder zurück? Nein, hier geht's rein. Toll! Da haben wir so ein Drecksvieh und Dreck gesehen. Du da, komm her! Hab ich schon wieder gesehen! Na, habt ihr das gesehen? Die Kackviecher. Ich mag ihn so überhaupt nicht. Weil sie sind super stark, wie man gerade doch schon leicht bemerkt hat. Können die ein bisschen was? Leider bin ich im Ecke gebogen mit dem Leuchtstab in der Hand. Das war dann nicht so intelligent. So, ich versuche mal den Weg ohne Leuchtstab zu finden. Da, hier sind wir. Aber man kann sie genauso kaputt hauen wie alle anderen auch oder K.O. hauen. Was ich nicht weiß, ist, ob ich sie töten darf. Bin mir auch nicht sicher, ob ich das rausfinden möchte, ob ich sie töten darf. Hier ist eine solide Ecke, ne? Ja. Wir müssen also rauf. Boah, komm Leute, ich mache die Gamma mal höher, das geht ja nicht. Das Problem ist halt, was man nochmal dazu bedenken muss, ist, dass ich das fette Licht noch vor der Nase habe. Ne? Das macht meine Sicht ins Dunkel natürlich noch schlechter. Sonst würde es vielleicht sogar noch gehen. Aber jetzt sehe ich wenigstens die Gänge. Einzige, was ich nicht so geil finde, ist, wenn man die Gamma höher stellt, ist, dann wird dieses gesehen werden und im Schatten sein noch absurder. Weil man nämlich für sich selbst quasi voll im Licht stehen kann, aber im Spiel voll im Schatten steht. Und ich weiß, das Blut geht links runter. Ich will mich aber einmal hier oben umschauen. Und da hinten sehe ich auch Blut. Geil, Juwelen. Cool. Also doch noch ein bisschen was. Aber wahrscheinlich kommt man dann hier raus. Ah, wer kommt denn da? Hallo, mein Freund. Bewusstloser Körper. Steht nicht mal bei, was es sind. Okay, man dreht sich hier nur im Kreis. So. Dann müssen wir einmal wieder runter. Wow. Das war knapp. Voll auf den Arsch gehauen. So. Das
Da ist das Blut, was uns nach links verleiten wollte. Ja, wie vermutet, kommt man genau hier auf der anderen Seite wieder raus. Okay, gut. Yep, ich gehe aber lieber hinten rum. Gehe lieber die Wege, die nicht so offensichtlich sind. Weil ich einfach glaube, dass man dann den Feinden nicht so sehr in die Arme rennt. Nein! Verdammt! So viel habe ich jetzt auch nicht. Okay, man kommt hier wohl weiter. Gucken wir uns noch ein bisschen um. Dieser Weg endet im Nichts. Okay. Ein paar mehr Wasserpfeile wieder als Vorrat würden mir ganz gut stehen. Da hätten sich ein Rubin. Und ein Lärmfall. Praktisch setze ich aber nie ein. Ein Kühlschrank macht komische Geräusche. Ja, warte mal, war hier noch ein Weg? Noch irgendwo hin. Nö, Sackgasse. Okay. Du, 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 lauf, Faust, lauf, lauf, Faust, lauf. Lauf, Faust, lauf, lauf, Faust, lauf. So. Ah, cool. Die Brücken gab es auch in Thief 2X. Deswegen weiß ich, dass man hier drüber gehen kann. Uhuhu. Ein Brief. An all diejenigen, von denen ich hoffe, dass sie sich hierfür interessieren. Wie soll ich anfangen? Ich bin in einer Position, die es mir ermöglicht, euch zu dienen und Leben zu retten. Doch nun, da ich diese Zeilen schreibe, bezweifle ich selbst, dass ihr mir vertraut. Warum sollte ein Offizier der Stadtwache den heidnischen Trickstern helfen? Doch ich schwöre euch, ich sage die Wahrheit. Ich habe euch bereits geholfen, auch wenn ihr dies vielleicht nicht wisst. Zweimal sah ich eure Agenten bereits auf den Straßen der Stadt und zweimal blickte ich in die andere Richtung. Ja, ich habe euch geholfen und bringe mich dabei selbst in Gefahr. Was passiert, wenn dieser Brief abgefangen wird? Was geschieht, wenn ich eines Tages wieder hinschaue und einen meiner Vorgesetzten genau in die Augen blicke? Einen Vorgesetzten, der den ausdrücklichen Befehl gab, jeden Heiden, den ich sehe, zu töten. Ich fragt eure Agenten und sie werden die Wahrheit meiner Worte bestätigen. Denn wenn ihr mir vertraut, nehmt Kontakt zu mir auf. Dies ist der einzige Brief, den ich offen an euch richte. In Zukunft dürfen wir nur durch ein geheimes System miteinander Verbindung treten. Aufrichtigst, Leutnant Mosley, Stadtwache.
Nur an wen hat sie es geschrieben? Seh dich, meine Pflaumis. Sieh meine Pflaumis. Nee, Pflaumidieb, gib her. Ich ess sie auf, alle Balle. Na. Also, du Kacklicht, geh weg. Kein Oschi mehr da. Hat er gerade gesagt, kein Oschi mehr da? Okay, oben sind auch welche. Boah, du blödes Licht. Voll das Terrorlicht. So, ich kann, glaube ich, die Gamma wieder runterstellen. Genau, Planet der Affen. Irgendwie so wirkt's, ja. Ich glaube, ich soll dem Bimmellicht folgen. Das Licht ist my friend. Aber jetzt will ich mich hier auf dem Boden umschauen. Okay, jetzt bin ich im Zoo gelandet, auch gut. Hey! Was heißt hier? Hey! Listen! Ja! Oh nein! Nein! Keine Navi. Da kommt schon wieder angeflogen. Hey, listen! Okay, ich muss hier hoch. Boah, war das knapp. Da habe ich gerade richtig Schwein gehabt. Ich habe eine Frucht gefunden. Vielleicht kann ich damit Leute ablenken. Heilung. Ein Brief? Werter Freund, ich war sehr glücklich über eure schnelle Antwort. Ich schildere euch nun meinen Plan, wie wir zukünftig unbemerkt miteinander in Kontakt treten können. Erstens, jede Kontaktaufnahme geht ein Signal voraus. Seht jeden Tag nach, welche Pflanze am Fenster meines Büros steht. Ist es die Pfingstrose, habe ich eine Nachricht für euch. Ich werde dann um Mitternacht eine Botschaft in der vereinbarten Gasse hinterlegen. Bitte stellt sicher, dass einer eurer Agenten die Botschaft augenblicklich weiterleitet, da niemand sonst diese Briefe sehen darf. Wollt ihr mit mir in Verbindung treten, legt am Morgen einen Salbeizweig vor meine Tür. Ich werde eure Nachricht dann zur Mittagsstunde abholen, ebenfalls in der vereinbarten Gasse.
Weicht niemals von diesem System ab, da ich jeden, der in euren Namen mit mir Kontakt aufnimmt und diese Regel verletzt, als Verräter betrachten und im Namen unserer Verschwörung töten werde. Gleiches gilt für Personen, die behaupten, in meinem Auftrag zu handeln. Botschaften, die euch auf andere Weise erreichen, sind als falsch zu betrachten und Dritte, die von unserem geheimen Bund wissen, müssen zum Schweigen gebracht werden. Allein der Gedanke an Mitwisser ängstigt mich. Hochachtungsvoll, Leutnant Mosley. Tja, Madame. Oh, der sammelt auch Schädel. Den mag ich. An sich sind mir doch ein bisschen sympathisch, die Affen. Sie sammeln Köpfe. So, hier rüber. Keine Wachen im Winter? Sind das hier Jahreszeiten? Dann bin ich gleich gerade im Frühling, oder? Hier ist es ja immer grün. Da wird zu viel Kribbelwasser. Weil es auch immer Kribbelwasser ist. Genau. Gib mir. Kann doch leise sterben. Hier unten sehe ich nirgends so Blut. Das könnte. Oh, cool. Levelrandtextur. Lol. Ich glaube, hier soll man auch gar nicht so oft hingehen. Oh, was haben wir denn da? Nochmal zwei Früchte. Noch ein bisschen Gold. Ja, gerne. Ich glaube, das Gebiet ist so ein bisschen Bonus. Wenn man sich hier hintraut, kriegt man nochmal ein paar Items. Belohnen fürs Umschauen. Das war's auch schon. So. Und wir drei Schädel. Jetzt können wir mal kurz gucken, von wo komme ich denn? Von hier kam ich, ne? Ja. Boah, Mücken, ey. Mücken sind scheiße. Let's go.
Eine Ratte. Oh. Eine Brille. Nichts wert, schade. Ein Brief. Mein geheimer Freund. Ich habe Neuigkeiten. Bisher dachte ich, Chef Truard geht aus einem falschen Pflichtgefühl heraus gegen euer Volk vor. Doch leider hat sich diese Annahme als falsch erwiesen. Truard wurde gekauft. Ja, von den Mechanisten. Er traf sich mehrmals mit Karas, ihrem Führer. Erst nach diesem Treffen ordnete er die systematische Vernichtung aller Heiden an. Und sie sind so geschickt. Ihr seid nun offiziell eine potenzielle Bedrohung für die Allgemeinheit, die eliminiert werden muss. Ihr und einige andere, darunter auch ein armer Kerl namens Garrett, das sind wir, den sie unbarmherzig verfolgen. Warum es Karas auf ihn abgesehen hatte, muss ich erst noch herausfinden. Bisher konnte er glücklicherweise immer entkommen. Die anderen hatten weniger Glück als ihr und dieser Garrett. Ich fürchte, ihr schwebt in großer Gefahr. Truard ist kein Problem, aber Karas und seine Mechanisten haltet euch von ihnen fern. Ich bin sicher, ihr werdet angemessene Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. In Gedanken bin ich bei euch. Damit verbleibe ich, Leutnant M. Also, es war ein innerliches Blumenpflücken. Oh ja, für mich auch, Nukula. Aber auch ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht, viel Spaß noch. Wir hören uns spätestens am Dark Souls Stream. Ja, und nächsten Sonntag geht's dann weiter. Danke, dass du dabei warst. Hinter all meinen Problemen stecken also diese verfluchten Mechanisten. Oh, wunder dich. Und ja, wir sehen uns. Schlaf gut. Ruh dich aus bis Sonntag. Dünn machen wir weiter. Scheiße, da ist Blut. Hier muss ich also später hin. Hier rechts rum. Und dann nochmal rechts rum. Oh, verdammt. Da unten ist ein Rubin. Dummerweise muss ich ganz schön weit runter dafür. Ich habe ein nicht eingetragenes Ziel erreicht. Stammes Bruder, oh. Mach mal deine Klüsen auf. Werd jetzt Lucky Lucky machen. Wow. Ach, bloß nicht bewegen. Hey, bin ich ja überall zu sehen. Es wird ja gar nicht mehr dunkel. Doch hier, ganz im Eck. Schaff ich nicht. Ah, boah, gemeine Gegend da unten. Ist doch super hell. Ich hab nur noch 4. Da knistert was. Ach, das Feuer war das. Hier ist ein Kerl in der Kette. So. Geschafft. Wo bin ich denn jetzt gelandet eigentlich? Auf jeden Fall in einem Gebiet, was sehr gefährlich ist. Als sie überall hell ist. Aber hier gibt's Rubine. Und ich mag Rubine doch so gerne.
Frage ist nur, wie komme ich denn wieder rauf? Okay. Kann ich hier wieder hochklettern? Oh, offensichtlich. Gut. Gut. Wenn das einer kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Gut. Könnte ich mir eigentlich nochmal so als Clip reinbauen. Gut. Ich hoffe, der Kerl verblutet nicht. Okay, ich glaube, wir kommen im Winter. Will ich da runter? Alles klar, wir sind im Winter angekommen. Mal gucken, ob das stimmt, dass es hier keine Wachen gibt. Da gibt es ja auch ein paar Rubine. Hier nicht mehr hoch, oder? Ah doch, da war ein Seilfall. War so eine Liane oder sowas. Cool. Und noch ein Brief. Verehrter Mitverschwörer, ich stimme euch zu, dass es an der Zeit ist, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Maßnahmen, die ich nur ungern ergreife, die jedoch unabdingbar sind. Sheriff Truard muss in der Tat beseitigt werden, denn wenn Truard erst einmal weg ist, erhält die Stadtwache neue Befehle, meine Befehle. Das ist die einzige Möglichkeit, eure Sicherheit zu gewährleisten und das Ansehen der Stadtwache zu retten. Oder was davon übrig ist, ich werde euch meinen Plan in wenigen Tagen mitteilen. Sucht in der Zwischenzeit nach einem Agenten, der bereit ist, Tour zu töten. Wartet auf meine Instruktionen. Moment mal. Dass Mosley Sheriff wird, haben wir ja zu verursacht, weil wir ja anderen angeschwärzt haben. Benutzen uns die Hüter für ihre eigenen Ziele? Hier war auf jeden Fall länger schon keiner mehr. Ich mag das Geräusch nicht. Ich mag das Geräusch nicht. Das ist hier kein Winter mehr, ne? Ah, oh. Zugang, Augen, oberer Schlund, Klippe, Sumpf, magische Brücke, ja. Baum der Quelle, Sommer, Herbst, Winter, Wald. Ah, wir sind durch die Jahreszeiten schon durch. Öfter mal auf die Karte gucken, ne? Alles klar.
Wir gehen da nicht rein. Wir gehen mal jetzt nicht zu diesem Biest hin. You dead. Hey, Panda. Ja, ich würde mal sagen, da hier lauschen gefährliche Untote. Glaube ich, lass die mal an den Seiten. Okay, Navi. Alter. Navi schickt mich hier rein. Navi, ich folge dir. Hey, listen. Guck mal, ich... Das ist voll das creepige Level hier, ey. Okay, Navi sagt links. Aber Licht sagt rechts. Warte mal, ich guck mal hier. Blut geht auch hier lang. Aber Navi sagt links. Warum sagt Navi denn links? Ey, Navi, das ist doch so ein Baumviech. Guck mal, der weckt langsam zum Leben, wenn ich in der Nähe bin. Der wurde gerade zum Leben erweckt. Okay. Navi, du Arsch! Mann! Okay, die dürfen nicht zum Leben erweckt werden, dann kommen die sofort und töten mich. Oh, hier ist noch ein Brief. Gar nicht gesehen. Werte Mitverschwörer, unser Plan scheint keine unerfreulichen Konsequenzen nach sich zu ziehen. Keine? Ihr wart in Sorge, dass unser Attentäter... Der Brief ist doch alt. Ach so, haha, stimmt, das ist ja der Brief, den wir am Anfang gelesen haben, klar. Oh. Das ist kein gutes Zeichen. Sie ist wieder da. Garrett. Victoria. Garrett, gegen wen wollt ihr kämpfen? Gegen mich? Oder gegen meine Disteln? Oder etwa gegen den Maulbeerbaum? Nur gegen euch. Nicht ich bin der Feind, Garrett. Niemand von uns. Das sind unsere Feinde. Mechanisten. Es ist kein Geheimnis, dass sie auch einen gewissen Dieb töten möchten. Euch, mein Freund. Daher wirst du uns in unserem Kampf unterstützen. Wieso sollten wir zusammenarbeiten? Das muss ich mir erst überlegen. Weil du keine Wahl hast. Ich werde den Tod eines Freundes rächen. Aber was verstehst du schon von Trauer und Ehre? Starkköpfiger, närrischer Mensch! Was vorbei ist, ist vorbei. Im Moment haben wir einen gemeinsamen Feind. Selbst ihr müsst das erkennen. Ich scheine im Moment jede Menge Feinde zu haben. Aber egal. Mir scheint, ihr habt alles im Griff. Ja, es ist wahr. Ich habe große Macht. Doch meine Stärke ist auf diesen Ort beschränkt. Doch was die Mechanisten betrifft, bin ich mir meines Sieges weniger sicher. Zu schade. Ich habe keine Zeit für eure rachsüchtigen Gedanken und beißenden Worte. Doch so viel ist gewiss, Garrett. Mit uns seid ihr stärker als allein. Wir beobachten die Mechanisten seit 3 Monaten. Ich habe in jedem Winkel der Stadt meine Spione. Euer Bericht, Larkspur. Wir haben einen in der alten Stadt verloren und 2 weitere in Dayport. Manchmal müssen sich Feinde verbünden, um einen noch schrecklicheren Gegner zu bezwingen. Also sprecht, Garrett. Ja oder nein? Seid ihr bereit, mit uns gemeinsam gegen die Mechanisten zu kämpfen und euer Wissen mit dem unseren zu teilen? Ich sinne nicht auf Rache. Die Erde ist meine Zeugin. Nun habt ihr meinen heiligen Eid darauf. Ich möge verflucht sein, wenn ich ihn breche. Nun
Eure Antwort. Ich stimme euch zu, dass... Gut. Die Erde ist deine Zeugin. Victoria ist wieder da. Die Gute kennen wir noch aus dem ersten Teil. Sie ist diejenige, die uns das Auge ausgerissen hat. Das, was, warum wir noch ein Auge haben und warum wir quasi mit so einem mechanischen Krüppel-Ersatzding da rumhantieren dürfen. Damals stand sie ja auf der Seite von dem Fürsten, den wir besiegt haben, aber sie ist entkommen. Und ist jetzt wieder da. Diesmal auf unserer Seite anscheinend, weil wir einen gemeinsamen Feind haben. Naja, bin ich ja mal gespannt, was da jetzt passiert. Sie ist halt so ein mystisches Wesen, was über die Pflanzen und Natur gebietet. Was genau sie ist, weiß man nicht. Irgendeine Art von Waldgeist. Blutspuren. Wir haben die Blutspur gefolgt. Wir haben auch die Karte gefunden. Wir haben niemanden getötet und wir haben genug Gold gesammelt. Mal wieder ist die Goldmission nicht richtig dargestellt. Naja, wir haben einfach ein bisschen Gold gesammelt. Statistiken. 45 Minuten gebraucht. Wir haben 250 Gold nicht gefunden. Das ist okay. Taschendiebstähle 3 von 3. Das ist super. Meuchelmorde 2. Das waren diese komischen Affenbiester, die durften wir töten. Treffer 61, Wunden 7, Heiltränke 7. Ja, wir wurden ganz schön mitgenommen. Sonstige Tote einer. Ich wüsste nicht wen, aber okay. Secrets gab es keine, haben auch keine gefunden. Nö, okay. Dann speichere ich das mal hier ab. Zack. Und dann sehen wir uns auf YouTube in der nächsten Folge wieder zur nächsten Mission. Bis dann, nicht den Kopf verlieren.